Hallo und willkommen zum Wochenhoroskop 18. Juli bis 25. Juli. Ich möchte diesmal nicht die einzelnen Tage genauer schildern, sondern einige allgemeine Tendenzen besprechen und mich einmal ganz besonders auf einen wichtigen Wechsel konzentrieren, nämlich den Zeichenwechsel der Lilith, welcher nur alle 9 Monate ungefähr eintritt. Und in dieser Woche finden wir eben den Wechsel der Lilith vom Zeichen Stier, in welchem Zeichen sie die Woche noch beginnt, dann ins Zeichen Zwillinge. Ein sicherlich sehr wichtiger Prozess, nachdem wir jetzt viele Monate genau die Betonung des Erdelementes und starke Diskussionen über den Umgang mit der Erde und der Natur erlebt haben und jetzt die aktuelle Lage in Deutschland mit starken Erschütterungen bezüglich Naturkatastrophen noch einmal gezeigt hat, wie dominant und wichtig dieses Thema ist. Und wenn nun Lilith ins Luftzeichen Zwillinge wechseln wird, dann wird eine Zeit ganz intensiver Diskussionen beginnen. Eine Zeit, in der Austausch, Information und authentisches Wissen besonders wichtig sein wird. Und darauf möchte ich mich in diesem Wochenhoroskop besonders konzentrieren. Zuerst aber noch einige andere Dinge, die in dieser Woche passieren und wichtig sind. Zuerst natürlich der Wechsel des Sonnenzeichens. Der Krebsmonat geht am Donnerstag, 22. Juli, gegen 16.20 Uhr zu Ende und die Sonne wechselt ins Feuerzeichen Löwe. Und damit haben wir eben Betonung auf dem Kardinalen, also durchaus, nicht auf dem Kardinalen, auf dem fixen Feuerzeichen Löwe. Fix heißt, da ist auch eine gewisse Beharrlichkeit. Also das Feuer möchte beharrlich brennen beim Zeichen Löwe und in dem Sommermonat Ende Juli und August möchte damit dein eigenes schöpferisches, kreatives oder auch Spaß- und Freudenpotenzial sich entfalten dürfen. Der Löwe liebt ja wie bekannt auch die Party, das Feiern oder auch überschaubare Abenteuerlust und sich zu zeigen, sich in den Mittelpunkt zu stellen und Dinge zu gestalten. Alles das ist im Sommer besonders gut möglich und passt eben auch in die Urlaubszeit. Ein weiterer Wechsel passiert ebenfalls am Donnerstag, nämlich die Venus, die bisher in Löwe war, wechselt ins Zeichen Jungfrau. Mars und Venus waren ja in Löwe. Und damit hatten wir jetzt letzte und vorletzte Woche eine intensive Zeit von Beziehungsexperimenten, von Flirts, von ja, vielleicht auch neuen Entwicklungen oder Abenteuern in alten Beziehungen. Und mit der zweiten Wochenhälfte beginnt nun eine Phase mit Venus in Jungfrau, wo dieses Geschehen wieder etwas mehr geordnet werden muss, auf Realität geprüft werden muss und wo wir eben beginnen werden zu schauen, sind die Menschen, auf die ich mich da eingelassen habe, wirklich passend zu mir? Im Zeichen Jungfrau geht es immer wieder auch um Anpassung, Überprüfung, Bestandsaufnahme und Analyse. Und das bezieht sich bei der Venus einerseits auf Geld, Finanzen, Wertvorstellungen, aber ganz besonders eben auch auf unsere engen Beziehungen. Das Dritte, was in dieser Woche auffällt, ist
der Jupiter ganz zu Beginn des Zeichens Fische, welches er bald verlassen wird. Und zwar rückwärts verlassen wird. Diese Woche bleibt er noch auf dem ersten Grad Fische, aber dann wird er ins Zeichen Wassermann wechseln. Und dieser erste Grad oder auch der letzte Grad eines Zeichens sind oft kritische Grade. Und dass wir jetzt so massiv kritische Dinge mit Wasser gerade erleben in Europa und speziell in Deutschland, das mag natürlich vielleicht auch auf diese kritische Position des Jupiter, der ja auch zu sehr viel neigt und zu übermäßigen Mengen neigt, im Wasserzeichen Fische zu tun. Und der Jupiter kommt dann auch gleich in Spannung zur Lilith, die ebenfalls radikale Kräfte in Bezug zur Natur ausdrückt. Und übrigens, um noch ein weiteres Wort zu den Überschwemmungen zu sagen, wie ich letzte Woche schon erwähnt hatte, befinden wir uns ja gerade auch in einer Sonne-Pluto-Opposition. Und bei Pluto werden wir eben des Öfteren mit Zerstörung, mit Loslassen, mit Wandlung konfrontiert. Pluto steht im Zeichen Steinbock und da ist das Loslassen von Materie und die Ohnmacht gegenüber solchen Prozessen, dass Materie zerstört wird, ja, dass auch Leben sogar zerstört werden, besonders spürbar und sichtbar. Und es verlangt dem Einzelnen, der hier betroffen ist, wirklich Extremes ab. Bei Pluto erleben wir ja auch durchaus häufig Traumatisierungen und emotionale Schocks. Und all das ist eben jetzt gerade spürbar. Die Sonne ist an diesem Wochenende in Opposition zu Pluto und in Trigon zum Wasserplaneten Neptun. Und eben, wie gesagt, Jupiter gerade noch im Zeichen Fische. Das Zentrale, über das ich jetzt reden möchte, ist aber ebenfalls dann ab Donnerstag der Wechsel der Lilith in das Zeichen Zwillinge. Das war jetzt leider eine Fehlinformation, nicht ab Donnerstag, sondern bereits ab heute, ab Sonntag. Ab Sonntagvormittag steht die Lilith schon im Zeichen Zwillinge. Am Donnerstag gibt es aber dann einen Aspekt, ein Sextil, einen harmonischen Aspekt der Lilith zur Sonne in Löwe, wozu ich später auch noch was sagen will. Also ab heute, ab Sonntag steht die Lilith, diese radikale Instinktkraft, weibliche Urkraft und Naturkraft im Wissens- und Denkzeichen Zwillinge. Und die Lilith liebt es ja ganz alternativ zu denken und möchte authentische, wahrhaftige und instinktiv richtige Informationen haben oder auch verbreiten. Dass das sozusagen schon ein gewisser Widerspruch in sich ist. Und wir werden in dieser Zeit ganz besonders viel über die Kraft, über die Magie des Wortes und der Information lernen, aber auch über die Gefahr des Wortes. Mit Worten kann man auch verletzen. Lilith tritt sofort, wenn sie nach Zwilling eintritt, in Spannung zu Jupiter in Fische, in diesem mystischen, ungreifbaren, geheimnisvollen Zeichen. Sodass diese Woche ganz besonders einen Diskurs, einen stark gespannten Austausch zwischen Ratio, Information,
Diskussion Wissenschaft auf der einen Seite bringt und Stimmung, Gefühl, Feeling, Intuition, Idealismus oder Glaube auf der anderen Seite. Und die Lilith neigt hier dazu, das Ganze zuzuspitzen. Also nochmal vereinfacht gesagt, Rationalität versus Irrationalität. Und Lilith möchte dir helfen, hier einen ganz speziellen eigenen Standpunkt zu finden und Standort zu vertreten, ohne dich an gängige Meinungen anzupassen. Die Lilith liebt überhaupt nicht die Massenmeinung und das Gängige. Also beginnt jetzt eine Zeit, wo du wirklich besonders aufgefordert bist, dir eine ureigene Meinung zu bilden, und wenn du die bei wichtigen Punkten noch nicht hast, dich intensiv eben um Meinungsbildung zu bemühen. Wahrhaftigkeit, Authentizität, ja, das Wort ist eben durch die Lilith zugespitzt. Also Wahrhaftigkeit und Authentizität sind zentrale Schlagworte der Lilith und möchten jetzt in deinem Leben heraus destilliert werden. Da kann es durchaus zu starker Diskussionslust kommen, und es geht natürlich dann auch darum, andere Meinungen gelten zu lassen, aber dich durchaus nicht zu schnell von deinen eigenen Erfahrungen, Überzeugungen abbringen zu lassen. Am Dienstag und Mittwoch haben wir dazu den begeisterungsfähigen Schützemond, der diese Themen und eben auch die Diskussionslust verschärfen wird, der auch zu Übertreibungen führen könnte, während dann ab Donnerstag mit Steinbock, Mond und, wie schon gesagt, der Venus im Erdzeichen Jungfrau wieder etwas mehr Nüchternheit, Verstand und Vernunft greifen könnte und ein bisschen mehr Ausgewogenheit Einzug in die Diskussionen bringen könnte. Ja, die zentralen Aspekte, die die Lilith bildet, sind also das Quadrat zu Jupiter, das Sextil zur Löwesonne und dann auch noch ein Quadrat zur Venus in Jungfrau. Alle diese Planeten und eben auch die Lilith stehen am Beginn ihres Zeichens und sind da noch etwas unsicher. Also wenn du in dieser Woche mit relativ viel Unsicherheit konfrontiert wirst, mit sehr offenen, beginnenden Prozessen, dann wäre das ganz typisch für diese Woche. Es ist also eine Woche des Beginnenden von Neustarts und teilweise aber auch von radikaler Neuorientierung. Und radikal im Sinne von Lilith bezieht sich auf die wörtliche Bedeutung von radikal, nämlich Radix, die Wurzel. Also so radikale Neuorientierungen könnten dich auch an die Wurzeln eines Problems führen. Und ein Problem an den Wurzeln zu packen, ist ja wohl nicht schlecht. Übrigens heißt auch in der Astrologie ein Horoskop Radix. Dein Geburtshoroskop ist also in gewisser Weise die Wurzel deines Daseins, zum Beispiel, zumindest die symbolische Darstellung dieser Wurzel. Das aber nur nebenbei bemerkt. Wenn die Lilith jetzt so aktiv und auffällig mitmischt, geht es um wahrhaftigen Ausdruck jenseits zivilisatorischer Höflichkeitsmasken, also um viel Direktheit, Mut, die Dinge auch mal ganz anders als die anderen zu machen. Es geht um den eigenen und ganz besonderen Weg. Auch wenn dieser Weg im Bewusstsein der Öffentlichkeit erst einmal vielleicht wenig Anerkennung bekommt. Also versuch in dieser Woche mal darauf zu achten, wo
traue ich mich, bestimmte Dinge vielleicht noch gar nicht zu zeigen oder auszudrücken, aus Angst, abgelehnt zu werden. Du hast ja auch Zeit. Die kommende Woche ist ja erst der Beginn eines längeren Prozesses. Die Lilith steht jeweils 9 Monate in einem Zeichen. Und wir haben da durchaus monatelang Zeit, um hier unsere Positionen immer klarer zu schärfen und den richtigen Ausdrucksweg zu finden. Beginne also dazu zu stehen, wer oder was du in der Tiefe bist, wo du dich nicht anpassen willst, andere Meinungen hast, andere Lebenshaltungen etc. Die Lilith in Zwillinge, die interpretiert sozusagen alternative Fakten auf echte, positive Weise. Also es geht hier nicht darum, Fakten zu erfinden, zu schönen und zu verdrängen. Das lebt die Kraft der Lilith überhaupt nicht. Sondern es geht darum, Meinungen, Auffassungen und Lebensentwürfe jenseits des Mainstreams anzuerkennen und ihnen Geltung zu verschaffen. Haltungen, die bisher sicherlich zu wenig Anerkennung bekommen haben oder gar abgewertet worden sind. Das Zeichen Zwillinge hat ja viel mit Technik, Handel, Wissenschaft, Vernunft zu tun. Und die Lilith wird wohl nun zunehmend einfordern, auch Sichtweisen Raum zu geben, welche eher auf Intuition, denn auf Beweisbarkeit bauen, welche Instinkte ernst nehmen, die vielleicht auch nicht westlichen Kulturen entstammen. Also es geht auch um eine Hinterfragung unserer eigenen kulturellen Prägung, denn Lilith steht eher für alte Zivilisationen, für Stammeskulturen und da eben für ganz andere Lebensentwürfe. Oder es geht auch um ganz andere Kommunikationsformen. Denken wir zum Beispiel an die Art, wie Tiere und Pflanzen kommunizieren, welche uns so fremdartig erscheint, dass wir Menschen den Tieren und Pflanzen lange Jahrhunderte überhaupt die Fähigkeit abgesprochen haben, zu kommunizieren. Aber es wird immer deutlicher, dass dem nicht so ist. Die Lilith trifft also, wie schon gesagt, auf Jupiter in Fische, der Sehnsucht, Traumwelten, Idealismus befeuert. Und damit entstehen eben diese Auseinandersetzungen zwischen Rationalität und Metaphysik, zwischen dem Messbaren und nur Erahnbarem oder intuitiv Erfassbarem. Jetzt könnte in gewisser Weise die Stunde der Phantasten schlagen. Ich denke da zum Beispiel an die kindliche Kaiserin aus Michael Endes unendlicher Geschichte. Also diese Menschen, die zutiefst auf Fantasie bauen, Phantasten also in positivem Sinn gesehen, die sollten jetzt Gehör finden. Aber es gibt natürlich auch starken Gegenwind von der Internationalen Vereinigung skeptischer Rationalisten. In Deutschland wäre das die GWUP, die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, die witzigerweise von Herrn Edgar Wunder angeführt wird. Nomen est omen. Lilith in Zwillinge kann dich grundsätzlich dazu aufrufen, dich neuen, dich nicht vertrauten Denkweisen zu öffnen. Deinen Verstand musst du ja deswegen noch lange nicht über Bord werfen. Interessant ist auch noch ein weiterer Aspekt neben Lilith Quadrat Jupiter, das Sextil zur Löwesonne. Das Außenseiterdenken der Lilith in Zwillinge kann somit also auch gut genutzt werden, um machtvolle schöpferische Prozesse zu initiieren, um Aufmerksamkeit dafür zu erzeugen, uns selber mit ungewöhnlichen Kreativaktionen oder
Installationen zu zeigen und damit die Öffentlichkeit zu inspirieren, vielleicht auch zu schockieren. Denn Lilith hat ja eine radikale und eben manchmal auch schockierende Seite. Und das bezieht sich eben im Zeichen Zwillinge entweder auf kommunikative Prozesse oder eben auf die Schattenseiten von Technik, von zu viel Nutzdenken. Und da möchte die Kraft der Lilith uns inspirieren, andere Haltungen an die Öffentlichkeit zu bringen und uns zu trauen, die auch zu zeigen. Wenn wir uns auf Lilith einlassen, dann wird von uns auch ein kritischer Blick auf uns selbst verlangt, uns selbst zu hinterfragen, unsere eigenen Denkmuster zu hinterfragen. Selbstverständlich geht es bei Lilith auch um Emanzipation, also auch unsere Sprache zu überprüfen. Wo pflegen wir eine nicht gerechte Sprache, eine Sprache, die Außenseitern oder Außenseiterinnen nicht gerecht wird? Eine Sprache, die Frauen, Kinder oder bestimmte Gruppen der Gesellschaft abwertet? Also auch dieses Thema gendergerechte Sprache oder überhaupt, wie gehe ich mit meiner Sprache um, das wird verstärkt in den Fokus rücken. Es wäre auch eine Aufforderung, dich selbst schriftlich, rednerisch, sprachlich zu äußern. Vielleicht einmal einen Text ganz intuitiv aus dem Bauch raus zu schreiben oder zu sprechen. Wir haben ja in der Schule vorwiegend gelernt, Aufsätze nach bestimmten Vorgaben zu schreiben. Und das völlig frei aus dem Bauch rausschreiben, das liegt vielen Leuten nicht so rasend, weil sie es ja nie geübt haben. Ein Gedicht zu schreiben, ohne groß zu überlegen, welche Worte fließen mir zu, das wäre jetzt eine wunderbare Übungsmöglichkeit, um Lilith in Zwillinge in Verbindung zum fantasiefreudigen, kunstverständigen Jupiter in Fische zu bringen. Also würde ich mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren vielleicht das eine oder andere Gedicht von euch hineinsetzt. Ob das 4 Zeilen sind oder 4 Strophen oder eine Seite lang, ist ganz egal. Man kann auch mit 2 Sätzen bereits ganz tiefgründiges ausdrücken. Und das entscheidende Kriterium der Lilith ist immer nur, es geht um das Ausdrücken deiner Wahrheit, um das dazu stehen, dass das Subjektive genauso wichtig wie das scheinbar Objektive ist, dass Subjektivität nicht pure Emotionalität ist, sondern einfach eine wichtige Sichtweise auf die Welt, nämlich deine Sichtweise. Und zu dieser Sichtweise möchte ich dich mit der beginnenden Phase von Lilith in Zwillinge sehr ermuntern und freue mich, vielleicht eine Rückmeldung von dir zu bekommen in den Kommentaren oder auch per Mail. Vielleicht bis bald oder bis irgendwann. Martin von Ad Astra. Tschüss.